Rap-Battle gegen Thomas durch seine Herausforderung, aber nicht nur durch das Abliefern der besseren Runde stehe ich hier im Vordergrund, nicht mal 10 Abonnenten auf deinem Vorkanal gegen meine 1000 plus die ich auch durch Rap-Erfahrung hab und du wirst deshalb rausgeschubst, bist du von Thomas und seine Freunde? Ah, nein, du bist ja ein fetter Bär und keine Lokomotive und wenn du verlierst, suchst du dir erstmal ein paar doofe Motive, du bist ein Pro, da du die ganze Zeit nur faul rumhockst und Black OPS zockst. Du kannst zwar Garmin, aber wirst von mir im Rap leicht ausgenockt, aber immerhin nicht komplett behindert und am Ende, denn du tust mir ein Abo geben, alle die das nicht machen sind komplett behindert und brauchen Medikamente aus speziellen Apotheken. Du hast sogar alle meine Lieblingschannels abonniert. Bist ja ein richtiger Oberfanboy und bleibst mir wohl auch, nachdem ich dich hier zerstöre und übertrifft. Roy, mach doch ein HOS-Team mit Pro-Starter beige werden, aber mit größter Mühe würdest du auch gegen Ine sterben. Ich werde dich ausradieren und brauch dafür keinen Radiergummi gegen dich. Reichen wohl schon 2 Lines, du bedürftige Hartz-IV-Muschi, du bist vieles. HIV-positiv, erster Weißer mit Ebola, Adolf Hitlers Sohn und trotz meiner Hater endest du beim User-Vote als Stefan Raab und ich als Dieter Bohlen. Du sagst sogar selber, du bist eine, wie du es sagst, Mistgeburt, aber spätestens hier nach ist das etwas, was sowieso jeder wissen tut.